Hallo da draußen und herzlich willkommen. Luminale 2020 steht an. Für Fotografen und Videografen wirklich ein Highlight in Frankfurt. Es hat sich bisher immer gelohnt. Wie es dieses Jahr ist, kann ich nicht sagen. Aber wer dorthin gehen will, der wird mit Sicherheit über die Webseite luminale.de sich einige Infos holen können. Auch ich selber muss da mich noch durchkämpfen bis nächste Woche, bis ich dann nach Frankfurt fahre und eben ja die Örtlichkeiten abklapper, wo ich glaube, dass es was Schönes zu sehen und zu fotografieren gibt oder eben auch ein Video aufzunehmen gibt. Ich blende euch jetzt nach dem Video noch ein paar Bilder von mir ein, die ich gemacht habe während dieser letzten Jahre Luminale. Und ja, jedes Mal ist anders, jedes Mal ist neu. Und ich bin sehr gespannt, was ich dieses Jahr alles vor die Linse bekomme. Alles Weitere, wer mag, kann bei mir auf der Facebook-Seite gucken. Die ist da unten auch verlinkt und eventuell kann man auch was ausmachen, wenn ich sage, okay, ich habe vor, an diesem oder jenem Punkt zu starten. Vielleicht trifft man sich dann da und läuft vielleicht sogar ein bisschen zusammen durch die Gegend. Ganz wichtig, ich kaufe mir ein Tagesticket bzw. ein Wochenticket für Frankfurt, damit ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren kann. Damit ist man viel schneller unterwegs als mit diesem Luminale-Bus, der nichts kostet, oft überfüllt ist und immer viel zu spät kommt. Man braucht viel zu viel Zeit mit dem. Ja, das soll es gewesen sein. Luminale.de ist da unten auch verlinkt und jetzt ein paar Bilder. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch findet den Weg nach Frankfurt. Ja, und wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.